Alle Pokémon-Fans kennen bestimmt das Pokémon Mewtwo. Aber viele kennen eigentlich gar nicht die Hintergrundgeschichte und den Legendenstatus dieses Pokémons. Wie ist dieses Pokémon eigentlich entstanden? Mewtwo ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Genexperimentes, wobei sich im Anime und im Spiel die Aussagen etwas voneinander unterscheiden. Im Anime wird von einem Forscherteam, finanziert von Giovanni, dem Team Rocket Boss, im Amazonas-Dschungel eine antike Steinplatte gefunden, auf der ein Mew abgebildet ist, also die Vorentwicklung von Mewtwo. Bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass in dieser Steinplatte die Augenbraue eines echten Mews eingearbeitet worden ist, aus der dann im Forschungsinstitut auf New Island die DNA Mews isoliert und entschlüsselt wird. Das Forscherteam rund um ihren Leiter Dr. Fuji entschließt sich, nicht wie ursprünglich geplant Mew zu reanimieren, sondern sie wollen den genetischen Code verändern und somit das mächtigste Pokémon der Welt erschaffen. Auf Grundlage dessen erschaffen sie Mewtwo künstlich im Reagenzglas. Doch nach dem Erwachen Mewtwos und einem anschließenden Wutanfall zerstört es das Labor und die Wissenschaftler kommen ums Leben. Hier setzt die Handlung von Pokémon der Film an. Vielleicht kennen viele den Film, da wird dann quasi eben die Entstehungsgeschichte von Mewtwo dargestellt. In den Spielen und in den auf den Spielen basierenden Pokémon Origins entdeckt ein Forscherteam auf ihrer Studienreise in einem Dschungel Mew als neue Spezies am 5. Juli eines unbekannten Jahres. Der Standort dieses Dschungels variiert zwischen den Sprachversionen. So befindet er sich in den deutschsprachigen Versionen des Spiels im Niemandsland, während der Standort im Englischen und Japanischen auf Guyana, einem Staat in Südamerika, konkretisiert wird. Die Wissenschaftler fangen Mew und nehmen es mit in das Forschungsinstitut auf der Zinnoberinsel. Dort manipulieren sie Mews Gene so weit, dass es trotz seines Status als Legenden-Pokémon am 6. Februar eines darauffolgenden Jahres Mewtwo als Junges lebendig zur Welt bringt. Was aus Mew danach passiert ist, ist nicht bekannt. Die Forscher versuchen in der Folgezeit Mewtwos Kräfte zu kontrollieren, jedoch können sie seinen immer heftigeren und unkontrollierbaren Wutausbrüchen bald nicht mehr Herr werden. Bei einem dieser Wutausbrüche setzt Mewtwo das gesamte Labor in Brand, sodass nur noch die als Pokémon-Haus bekannte Ruine davon übrig bleibt. Im Anschluss flieht Mewtwo und ist später im tiefsten Inneren der Azura-Höhle anzutreffen. Des Weiteren wird an mehreren Stellen angedeutet, dass sowohl Pyro als auch Mr. Fuji mit dem Mewtwo-Experiment in Verbindung stehen. Und auch die Tatsache, dass Giovanni mit Team Rocket die Silph-Go besetzt und dort den Prototyp des Meisterballs in seine Gewalt bringen möchte, könnte auch im Zusammenspiel mit dem Anime, mit den Ereignissen rund um Mewtwo in Verbindung stehen. Als lehrendes Pokémon besitzt Mewtwo keinen speziellen Lebensraum. Dennoch ist es in den meisten Spielen in der Azuria-Höhle anzutreffen. Generell ist es eine Tendenz, dass es vorrangig in Höhlen auftaucht, erkennbar. Diese zurückgezogene Lebensweise lässt sich auf die Entstehung Mewtwos zurückführen, bei der es ohne ein mitfühlendes Herz ausgestattet wurde und somit keinerlei Probleme mit kalten, abgeschiedenen Orten hat. In Pokémon X und Y taucht es in geheimen Dungeon nahe des Pokémon-Dorfs ein weiteres Mewtwo auf. Dabei ist jetzt doch unklar, ob es mit den Ereignissen aus der Kanto-Region in Verbindung steht oder ob es sich um ein weiteres Exemplar handelt. Auch ist unklar, ob dieses Mewtwo nicht zuletzt der Grund ist, warum Galanto des Öfteren seine Arena verlässt und ständig, womöglich aus Sorge, das Pokémon-Dorf bewacht.